Nee, wie gesagt, am Sonntag werde ich auch streamen. Wahrscheinlich so zur Mittagszeit so rum. Und, oh, Adam lag hier einfach mal rum. Und, ja. Weil ich ganz genau weiß, dass ich, durch das dämliche Amnesia-Mikrofonproblem. Pfarrer Wales hat dich von deinem Gefährt getrennt, aber du lebst noch. Gratuliere. Heute triffst du einen Mann, der den Tod nicht fürchtet. Und für Eleanor würde er mit einem Lächeln auf den Lippen ins Feuer gehen. Weil ich wegen diesem dämlichen Amnesia-Problem wahrscheinlich heute noch jede Menge schneiden muss. Aber das ärgert mich. Das ärgert mich, dass das Spiel auch abgestürzt ist. Verstehe ich gar nicht. Naja. So. Ablassen. Ich höre schon wieder den Zirkus der Werte. Zirkus der Werte. So. Seht euch diesen rostigen Blechhaufen an. Macht ihn fertig, Jungs. So viel Leben haben wir gar nicht. Momentan, wir haben nur ein Format. War hier nicht gerade noch ein Automat am Stehen? Ach, da steht er. Herr, was verlangst du noch von mir? Dein nichtiger Diener wartet auf ein Wort. Ich habe die Lehren der heiligen Mutter Lamp befolgt, obgleich sie mir den Tag deiner Wiederkunft nicht nennen will. Ich habe gesehen, wie du den falschen Vater Andrew Ryan zerschmettert hast, der uns verführt und einem strahlenden Licht entzogen hat. Aber du wolltest nicht zu mir sprechen, Herr. Ich habe dir diesen großartigen Tempel gebaut und ich habe deine Herde versammelt. Doch du bleibst stumm. Willst du nicht meinen armen Bruder mit Blindheit schlagen? Damit er endlich deine Herrlichkeit schaut, wie es Paulus widerfuhr auf der Straße nach Damaskus. Ich bin allein, Herr. Allein. Und ich warte auf ein Zeichen. Er wartet auf ein Zeichen. Vielleicht reicht ihm das Zeichen, wenn wir mal vorbeikommen bei ihm. Man weiß es ja nicht. Eine... Ich dachte, ich könnte das vielleicht zerstören. Oh, Schrotflintenmunition. Na. Schrotflintenmunition, sehr schön. Können wir immer gut gebrauchen. So, der Pfeil zeigt. Oh, wer ist er denn? Die Bestie Ryans lebt! Versammelt die Familie! Gott, ich glaube. Ich glaube, Mutter weiß, dass ich dir helfe. Sie beschleunigt meine Behandlung. Lass mich nicht im Stich. Okay, das war unsere Tochter. Du hast keinen Plasminenslots mehr und musst entweder ein Plasmin lagern oder ersetzen. Eingelagerte Plasmide können in der Genbank wieder ausgerüstet werden. Mit Adam kannst du mehr Plasminenslots bei einer Gather's Garden Station kaufen. Ja, das wissen wir. Was haben wir denn? Ein neues Plasmid-Sicherheitskommando. Mit Sicherheitskommando übernimmst du die Kontrolle über die Sicherheitselemente in Rapture oder von Rapture. Die feindlichen Sicherheit und deine eigenen Bots werden dem hüpfenden blauen Ball folgen und ihn angreifen. Interessant. Lager ich erstmal ein. Können wir immer noch einsetzen und ausprobieren. Was? Bevor Alarm ausgelöst wird, schnell die Kamera zerstören. Da oben steht noch jemand. Den hole ich mir mal eben. Ich habe echt Besseres zu tun. Oh Gott, kann ich das mal eben hacken? Danke! So, dann ist ja nämlich für uns, da funkelt was. Ich glaube, wir müssen zu der Tür, ne?
finde den... Ah, okay, den Zugangsschlüssel. Daniel, wir beide haben die Pläne für Rapture entworfen. Wales und Wales Architekten. Weißt du noch? Aber Andrew Ryan hat uns auf die schiefe Bahn gebracht, mein Bruder. Weg vom Allmächtigen hat er uns geführt. In Dr. Lamb liegt die Rettung, Daniel. Ich verlange ja nur einen Beweis, dass noch ein Fünkchen Glaube in dir lebt. Ich habe im Pink Pearl deiner Firma ein Geschenk für dich hinterlegt. Finde den Code darauf, Bruder, und wir werden gemeinsam für deine arme Seele beten. Aber die haben alle voll einen weggekriegt, ne? Also wie Rapture untergehen, kannst du mir erzählen, was du willst. Die haben voll einen irgendwie an der Birne gekriegt. Aber volles Rohr. Ach hier, Gather's Garden. Können wir hier... Yeah, Upgrade kaufen. So, Plasmiden-Slot. Jawohl. Sicherungssysteme aus. Manipulieren Sie Bots, Geschütze und Kameras, um dort anzugreifen, wo Sie es wollen. Schicken Sie verbündete Bots auf Missionen. Das ist ja geil. Das klingt lustig. Das haben wir jetzt. Maximale Gesundheit können wir auch nochmal zweimal machen. Und nochmal einen Plasmiden-Slot. Komm. Wenn schon einmal dabei sind. So. Sehr schön. Drücken Sie L2, um sicher zu kommandieren. Feuern Sie an die Oberfläche. Ah, okay. Können wir gleich mal ausprobieren direkt. Zu viel Elend, Zeit fürs Bett. Ja, schmeiß mit Kisten. Was, wir sind nur Freunde, du dumme Sau? Das gibt's doch gar nicht. Der haut aber auch rein, ne? Wo ist er hin? Jetzt will er auch noch abhauen. Feige Sau. Oh, Entschuldigung. So. Das funktioniert ganz gut, wenn wir natürlich irgendwie so ein Sicherheitsding natürlich in der Nähe natürlich auch haben. Dann funktioniert das super. Ich werde den verwirrenden Gedanken nicht los, dass ich dir mein Leben verdanke, Fremde. Ich schicke dir ein Notfallpaket mit der Rohrpost. Aber nichts Dr. Lamb sagen. Das ist aber voll lieb. Oi. Boah, was ist der Harpune? Geil. Oh. Oh, ich glaube, jetzt wird's lustig. Warte mal, hypnotisieren war doch, glaube ich, Dings, ne? War doch richtig, oder? Natürlich, er trifft mich hinter der Wand. Das ist, der will mich da auch verarschen. Na komm runter. Ich muss was finden. Ich hab so viele YouTube-Klicks. Das Pearl gehörte zu den nobelsten Häusern in ganz Rapture. Aber im Krieg haben sich die Bewohner irgendwann selbst zum Verkauf angeboten. Daniels Büro ist in der obersten Etage, glaube ich. Dann gehen wir da doch mal gucken. So, wo kommen wir denn hier hin? Ah, ja, guck mal einen an. Ein Tagebuch, sehr schön. Verdammter Simon. Rapture ist also undicht, na und? Wenn man deswegen Rotz und Wasser heult, wird's hier nur noch feuchter. Hab ich recht? Nichts weist darauf hin, dass es an unseren Entwürfen liegt. Kann genauso gut Pfusch der Baufirma sein. Aber nein, Simon kriecht zu Dr. Lamb. Ganz zerknirscht, weil wir keinen Auftrag mehr kriegen. Und als er wiederkommt, sagt er, er wollte schon immer Priester werden. Und er ist jetzt Pfarrer Simon Wales. Sein Glaube ist noch nicht mal katholisch. Jetzt gibt es zwei Götter, heilige Zahlen, den verdammten Charles Darwin und weiß der Teufel was noch alles. Wenn mir diese Sophia Lamb
über den Weg läuft. Gruselig. Dann klatsche ich hier eine und eine Kopfnuss gibt's noch mit dazu. Alter, was? Boah, gruselig gerade. Die Alte da an der Decke gekrabbelt ist. Was war das denn? Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Aber warte mal, wir können ja eigentlich... Das muss doch funktionieren, oder? Schießt das Ding dann irgendwo anders hin? Normalerweise müsste es doch, oder? Nein, schieß doch... Genau, schieß da hin. Dann kann ich dich nämlich hacken. Sehr schön. Oh, hallo. Wahrscheinlich zu lange ohne auf der Sonnenbank gewesen. Sieht zumindest danach aus. So, Freunde. Du hast da eine Harpune in der Brust. Boah, die ist aber echt stark, die Waffe. Die Spritze nehmen wir mit. Klar, ich hatte schon einige Feuer zu meiner Zeit. Und die hatten alle ihre Macken. Aber ich glaube, Rupert schlägt sie alle. Er wollte immer, dass ich mich währenddessen hochspleiße. Meinte, das bringt mehr Spaß für uns beide. Ich sagte ihm, ich mach's nicht aus Spaß, sondern wegen der Kohle. Außerdem hätte Danny einen Anfall gekriegt, wenn ich das Fixen angefangen hätte. Er selbst tut's natürlich schon. Aber was für den einen okay ist, ist für den anderen noch lange nicht okay. Hier im Drop. Ich finde es immer noch so lustig, wie die am Schreien sind, wie lange vor allem. Ja. So, müssen wir noch die Zahlenkombination finden. Wir müssen, glaube ich, müssen wir weiter nach oben, oder? Hier waren wir auch noch nicht drin. Oh. Please stand by. Wo geht's hier hin? Alte Musikbox. Habe ich mich jetzt erschrocken. Alter. Wo kommt der denn her? Kommen wir da... Wie kommen wir denn da hin? Wie kommen wir denn bitte da hin? Wieder rüber gesprungen? Geht das? Ne. Okay, ich dachte, man kommt da irgendwie rein. Aber anscheinend nicht. So, wo geht's denn jetzt? Wo geht's denn jetzt weiter? Hier waren wir. Wo finden wir denn diese dämliche Zahlenkombination? Schauen wir mal auf die Mappe. Ich finde die immer so total unübersichtlich. Das war schon beim ersten Teil so. Das ist Garn, Bordabschaltung, Automaten, Genbank, Little Sister, Lüftungsschacht. Was stand da? Was stand da gerade? Wartungsbereich nach Hinweis, wo der Schlüsselcode sein könnte. Suche im Wartungsbereich. Wo ist denn der Wartungsbereich? Der Wartungsbereich. Pink Pearl, okay. Wo ist denn... Siehst du das Licht im Bäuchlein? Wartungsstation, ah ja. Wartungsstation in der Richtung? Hä? Guck mal eben, ist es vielleicht hier lang? Wartungsstation Nummer vielleicht hier? Aber hier waren wir doch schon, oder? Okay, nochmal eine Niete mitnehmen. Genau. Ach ja, hier müssen wir ja...
Aber hier müssen wir ja rein. Hier ist ja quasi... Okay. Hoffnung, ich hoffe, es hilft. 570 ist es doch bestimmt. Hallo, Mr. B. Ich tu dir nichts. Tu du mir auch nichts. Da ist es nass. Pfeil zeigt auf jeden Fall hier rein. Die Frage ist nur... Die Frage ist nur, was sollen wir hier finden? Und vor allem wo? Hier waren wir auch schon drin. Hier ging es, glaube ich, auch nicht weiter, ne, oder? Na, hier war der Raum. Hier kommen wir auch nicht rein. Die Tour haben wir schon ausgebeutet, waren wir. Hier geht es auch nicht lang, okay. Puh, ich bin ein wenig überfragt. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Natürlich, du willst mich auch verarschen. Wie cool das Knarzen kommt, wenn man darüber läuft.